Also es kommt ja ein Paket von Signalen, ja? Von überall. Also sagen wir so, aus der Zukunft kommt jetzt ein Paket von Signalen, ja? Was sollen wir noch wissen? Was ein Ziel ist, also ist jetzt klar geworden, ja? Ist eine Zielkoordinate, die ich setze im Zeitraumkontinuum. Und in dieser Zielkoordinate beschreibe ich nicht alles, sondern ein Fragment. Fragment durch mein Ziel. Ja? Ob ich jetzt hier ein neues Sofa bekomme oder ob ich hier ein neues Auto bekomme oder ob ich jetzt hier eine Firma organisiere oder ob ich jetzt hier einen Partner finde oder. Ja, egal, was dich so betrifft. Ja? Das ist nichts anderes wie ein Fragment aus dieser Koordinate, wo du dann in der Zukunft bist und mit dir dort etwas passiert. Und das, was mit dir dort passiert, sollte dir dementsprechend nach Möglichkeit Freude und Spaß bringen. Ja? So. Und was auch noch wichtig ist zu berücksichtigen, ja, ist, dass du die 24 Stunden hast. Ja? Du lebst Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja? So, das ist jetzt, was du tatsächlich lebst. So. Hast ja immer wieder Dienstag, hast ja immer wieder Montag, hast du immer wieder und so weiter. Das heißt, du hast ja hier ein Wochenrhythmus. Ja? Nun, und den Montag ist bei dir anders organisiert als Freitag oder Samstag. Ja? So, das organisierst du wirklich. Nun, dann hast du Jahresrhythmus, so, aber das ist dann schon ein bisschen. Ein bisschen dann gut, im Sommer habe ich Wochen, ja, wo ich Urlaub mache, im Winter habe ich Wochen, wo ich dann, weiß ich nicht, Ski fahre oder so was, aber im Regelfall so. Nun und schlussendlich, was lebst du tatsächlich? Also das Ziel ist, dass du die 60 Sekunden lebst. So. Und du schreibst ein Drehbuch, ein Szenario, wie du deine 60 Sekunden erlebst. Verstehe ich nicht ganz, ja. Das meint ich. Ja. Nur 60 Sekunden. Schau mal, damit, ja, also nur, sagen wir, Leben. Leben ist was? Wo bist du? Ja, jetzt. Sicher? Also der Körper ist immer in hier und jetzt. Der Körper ist hier und jetzt. Meine Gedanken können aber auch schon in der Zukunft. Oh, deine Gedanken können überall. Deine Gedanken können sowohl in der Zukunft sein, sowohl in der Vergangenheit. Und auch im Hier und Jetzt, oder? Und auch im Hier und Jetzt. Und wann bist du jetzt? Wo bist du jetzt? Jetzt dachte ich im Hier und Jetzt. Wann bist du in Hier und Jetzt? Wenn ich auf etwas fokussiere. Also wenn ich meine Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn alle Teile präsent sind. Und wann sind alle Teile präsent? Wenn ich das entscheide. Ja, das Ziel für alle Teile stimmt. Das heißt, das Ziel für alle Teile stimmt, das heißt, technisch gesehen, nur wenn du einen Orgasmus hast, wo bist du in diesem Moment? Fokussiert. Zwangsläufig, oder? Warum zwangsläufig? Das hat nichts anderes Platz. Weil in diesem Moment und Körper und Emotionen und Geist Futter hat, oder? Mit dir passiert jetzt etwas,
wo zwangsläufig das, was mit dir passiert, zwangsläufig alle deine Teile, deine Seins in diesem Augenblick hierher bringt. Ja? Mit reinnimmt. Nachvollziehbar. So, und wenn du organisierst, dass du 60 Sekunden so organisierst, dass du in diesen 60 Sekunden, also sozusagen Vollgas, da bist mit allen Teilen, nicht weil du das sagst, sondern weil es dort ein Szenario, ein Drehbuch gibt, ja, wo du wirklich dann Vollgas dabei bist. Bezogen aufs Ziel, oder? Ja. Bezogen aufs Ziel. Bezogen aufs Ziel. Nur du hast dein Ziel hier. Was machen die Menschen? Die meisten Menschen, wir leben die meisten Menschen. Heute ist Sonntag, um diese Zeit, fast die Großteil der Nation sagt jetzt, Scheiße, morgen ist Montag. Jetzt um diese Zeit, 13:30, ja, ist jetzt schon ein sehr Großteil der Nation, ja, also in deutschsprachigen, also den deutschsprachigen Raum, egal, jetzt Schweiz, Deutschland, Österreich, sagt jetzt, Scheiße, morgen ist Montag, ja. Also das Schlimmste ist, wenn du ein Montagsauto kaufst. Viel Spaß dabei. Ist ja statistisch schon nachgewiesen, ja, dass das schlimmste Auto Montagsauto ist. Ja? So. Und das heißt jetzt, also, was macht der Mensch? Wie ist bei dir jetzt der Montag hinterlegt? Dein Montag ist wie? Negativ. Positiv. Ja? Also ich freue mich auf morgen. Ich auch. Ja, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich auf übermorgen, ich freue mich auf Mittwoch, ich freue mich auf den Donnerstag. Also ich habe an jedem Tag Minimum mehrmals diese 60 Sekunden drin, wo ich meinen Orgasmus bekomme. Manchmal in echt, manchmal also auf der anderen Ebene und so weiter und so weiter. Ich habe jeden Tag meine Minimum 2-3 Orgasmen drin. Wie sieht es in deinem Leben aus? Merkst du es? Ja, ja. Verstehe. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt, wenn es dort nicht gegeben ist? Das heißt, wenn jetzt am Montag jetzt kein Orgasmus ist, was machst du mit dem Montag? Ich kriege beschäftigte Tätigkeit. Das heißt, lebst du dort? Du springst über den Montag, richtig? Das ist Überleben, über das Leben. Das heißt, diese 24 Stunden gehören wem? Nun, nicht dir, oder? Das heißt, nicht du bestimmst über diese Zeit. Das heißt, aber du bist ja unterwegs, du isst, du gehst kacken, etc. pp. Für wen? Für dich oder für? Das Wirtschaftssystem. Wie auch immer. Nachvollziehbar. Also, du bist nicht für dich präsent. Wann bist du für dich präsent? Im Urlaub. Im Urlaub. Ja, und am Wochenende, wenn du diese Philosophie hast. Drei Wochen im Jahr. Drei Wochen im Jahr. Beim Scheiß Montag. Verstehst du? Stimmt, verstehst du? Das heißt, die ganze Lebensplan, die ganze Zielgeschichten, was uns verkauft wird, das Haus, das Auto, das Boot und so weiter, das ist alles im größten Teil was? Irgendetwas, aber nicht das, was ich will. Weil mein Leben findet statt in den nächsten 24 Stunden, jeden Montag, jeden Dienstag, jeden Mittwoch, und jede 60 Sekunden. Und wenn ich über die bestimme, dann bestimme ich über mein Leben. Und wenn ich jetzt hier die Ursache, also ich bin der Verursacher, ja? Ich verursache, ja?
Verbund und Sache, ja, dann bin ich auch gleichzeitig der Genießer der Wirkung, oder? Dann gehört die Wirkung ganz allein mir. Mir. Und dann schau mal, was hier steht. Was steht hier? Kann man das lesen? Hier? Ja. Heute besser als gestern, morgen besser als heute. Ja? Was ist das? Welche Entwicklung? Hä? Ein Slogan. Das ist älter als 10 Gebote. Das ist 40.000 Jahre alt. Das ist einer der 40-40er Prinzipien des Lebens. Ja? Nur vereinfacht übersetzt. Vereinfacht. Das ist komplexer ein bisschen. Aber ja, der Kern ist drin. Heute besser als gestern. Was heißt das? Ja? Ich bin heute eine bessere Version von mir, als ich gestern war. Und morgen bin ich noch besser als heute. Das heißt, ich lege immer eine oben drauf. Ja? Ich lege immer eine oben drauf. In hier und jetzt bemühe ich mich besser zu sein, als ich schon mal war. Und für morgen plane ich schon, ja, jetzt habe ich eine Idee, wo ich noch mein Niveau erhöhen kann.